Dürfte ich Sie bitten, sich und Ihr Amt kurz vorzustellen? Ja. Also mein Name ist Alexander Oerke, ich bin der Polizeibeauftragte des Landes Berlin. Bin seit dem 1. August 2022 im Amt und bin heute unterwegs, um mir die Versammlung vor Ort anzugucken. Das mache ich bei den großen Versammlungen eigentlich regelmäßig. Früher bin ich mit der Polizei mitgefahren, um zu sehen, wie die arbeiten. Mittlerweile laufe ich bei der Demonstration so mit und gucke mir das von außen an. Also nah dran an dem Versammlungsgeschehen. So ist es. Warum kann das wichtig sein, dass man so wie Sie so nah dran ist? Also letztes Jahr war es sogar ganz hilfreich, weil gleich am nächsten Tag ich eine Beschwerde hatte, Vorwürfe gegen die Polizei. Und in der Zeit, in der etwas passiert sein sollte, Einkesselung am Kotti, war ich in dem, vor Ort und konnte insofern beurteilen, dass die Beschwerde nicht begründet war. Das wäre sonst schwierig gewesen, wenn man nicht vor Ort ist. Ist aber Zufall. Wenn jetzt heute ein Kilometer hinter mir was passiert, bin ich natürlich nicht da. Aber ich denke, bei den, Vorsicht, hinter Ihnen kommt ein Auto. Ich denke, bei den prominenten Versammlungen, wie wir zwei-, dreimal im Jahr haben, ist das für mich selbstverständlich, dass ich vor Ort bin. Gut, 1. Mai ist ja zweifelsfrei eine der wichtigsten Versammlungslagen. Ja. Was würden Sie sagen, was sind so noch die zwei, drei wichtigsten Versammlungen im Jahr? Na ja, so große AfD-Demo war ich letztes, vor dem Reichstag war ich dabei. Und ja, sonst, wenn ich Anlass habe, zu gucken. Also ich kann natürlich nicht jede Versammlung mitlaufen. Das sind 6.000 bis 7.000 jedes Jahr. Das wäre zu viel. Ja. Aber wie gesagt, 1. Mai ist mittlerweile Tradition. Auch wenn ich noch nicht so lange im Amt bin, ist das selbstverständlich. Ja. Könnten Sie uns noch mal einen Einblick gewähren, bitte? Wie ist denn die Idee dieses Amtes entstanden? Und wie bekamen Sie die Gelegenheit, es auszufüllen? Na, die Idee ist schon relativ alt. Wir haben die erste Polizeibeauftragte in Rheinland-Pfalz seit 2014, 2016 in Schleswig-Holstein. Hier stand es auch schon in diversen Koalitionsverträgen drin. Und es hat ein bisschen gedauert, wie das immer so ist. Manche Sachen brauchen halt ein bisschen. Das Gesetz ist von Ende 2020 und gewählt worden bin ich erst in 2022. Sie sehen, es zieht sich manchmal ein bisschen. Ja. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist, es braucht eine neutrale Stelle, die objektiv sich bestimmte Vorfälle anguckt, die an mich herangetragen werden oder die ich so sehe, zum Beispiel auch aus der Presse. Und das prüfen wir. Und im Ergebnis muss ich mich dann dazu verhalten. Und das Ergebnis kann sein, entweder ich kann es nicht beurteilen, das hat man oft, wenn es um Aussagen auf der Straße geht. Das ist ganz schwer zu beurteilen, wenn es gegensätzliche Aussagen dazu gibt. Aber alles, was man, sag ich mal, an harten Fakten nachprüfen kann, da kommen wir relativ tief rein und gucken, ob die Beschwerde begründet ist und versuchen, also das Ziel ist eigentlich immer, enttäuschtes Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen wiederherzustellen. Zum Beispiel, indem man Schlichtungsverfahren macht und die handelnden Polizeibeamten mit den Bürgern zusammenbringt, die sich austauschen. Das führt doch zu erfreulichen Ergebnissen. Ach, also das ist schön zu hören. Dass Fehler vorkommen bei einer Behörde, die 26.000, 27.000 Beschäftigte hat, ist völlig klar. Das sind ja schwierige Aufgaben auf der Straße. Ja. Das ist insofern, verwundert mich nicht, das wird keiner abstellen können, dass es zu Fehlern kommt. Das Ziel muss sein, wie man mit diesen Fehlern umgeht und versucht, dieses Vertrauen wieder herzustellen. Weil wenn sich jemand zu Recht gegen ein Verhalten beschwert und das wird nicht akzeptiert, dann wird dadurch quasi das Ganze noch vertieft. In dem Moment, in dem ein Fehler eingesehen und eingestanden wird, man sich entschuldigt, wird das Vertrauen sehr stark wieder aufgebaut. Das könnten wir so in unserer Arbeit erleben. Das ist schon so. Klingt ein bisschen naiv, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das ist letztlich auch die Aufgabe, die so in der Beschreibung des Gesetzes steht, im Dialog zwischen Bürger und Polizei, das zu stärken. Ja. Ich finde es gut, dass Sie diesen Ansatz gehen. Und es ist eigentlich das Natürlichste, ne? Im Konflikt das Gespräch zu finden und zu vermitteln. Das eigentlich sollte es überall so sein. Schön, dass Sie das so praktizieren. Also Kommunikation ist
wenn man so will, mein Werkzeug. Ich kann nicht die Polizei anweisen, auch andere Behörden nicht. Ich kann nur wirken durch das, was wir sagen. Das wird dann auch in größten Teilen auch beachtet. Also ich kann doch erfreulicherweise sagen, wenn wir, ich bin ja auch Bürgerbeauftragter, insofern auch für alle anderen Behörden zuständig, wenn wir sagen, da ist ein Fehler vorgekommen oder das läuft nicht, sag mal nicht rund, ein Verfahren ist stecken geblieben, jemand bekommt seinen Bescheid nicht oder sein Geld nicht. Das wird, führt in wirklich vielen Fällen dazu, dass es dann wieder vorangeht und dass diese Fehler praktisch, wenn man so will, abgestellt werden. Ja. Das klappt ganz gut, muss ich sagen. Ja. Und da, wo es eben nicht klappt, da bleibt es dabei, dass wir etwas beanstanden, was die Behörden auch nicht gerne haben, weil keiner lässt sich gerne sagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja. Sie haben ja schon gesagt, über 26.000 Mitarbeiter, schwierige Einsatzgebiete, kontroverse Themen. Würden Sie sagen, dafür ist die Zahl der Beschwerden noch im Rahmen, die Sie bearbeiten müssen? Also, um jetzt mal Ihnen ein Bild zu geben, in meinem ersten vollen Jahr hatten wir insgesamt 430 Beschwerden. Davon waren 174 Beschwerden, die die Polizei betroffen haben. Jetzt können Sie sich vorstellen, bei 1 Million Einsätze jedes Jahr, das ist natürlich von der Menge her gar nichts. Das ist wirklich auf der anderen Seite ist natürlich jeder Fall einer begründeten Beschwerde einer zu viel. Ja. Ja. Und letztlich, neben der Aufklärung von einzelnen Fällen, geht es auch darum, vielleicht bestimmte Sachen aufzudecken, wo man grundsätzlich was verbessern kann, also wo strukturelle Mängel sind. Ich bin der Meinung, man kommt auf diese Sachen in der Regel über Einzelfälle und kann dann vielleicht schon nach 1-2 Fällen sagen, oh, da läuft grundsätzlich was falsch. Und würden Sie sagen, es hat es schon gegeben, dass von einem Einzelfall selbstverständlich eine Verbesserung? Ja. Also wo ich wirklich mit Herzblut dabei bin, das ist der Umgang mit psychisch auffälligen und kranken Menschen. Das sind auf der einen Seite ganz schwierige Menschen, die auch gewalttätig sein können. Auf der anderen Seite sind sie ja besonders vulnerabel, weil sie in dem Moment sich selber gar nicht kontrollieren und beherrschen können. Die Polizei muss mit diesen Menschen umgehen. Da sehe ich noch Verbesserungsbedarf und das ist sozusagen ein Punkt, wo ich gerne noch mit der Polizei tiefer reingehen möchte, um da zu Verbesserung zu kommen. Wir haben in Berlin Gott sei Dank nicht so viele, auch tragische Todesfälle wie in anderen Bundesländern, aber es kommt immer wieder vor. Da würde ich mir ein bisschen mehr Deeskalation wünschen und weniger zupacken. Ja, aber manchmal lässt es sich nicht verhindern, jemand, der gefährlich ist für sich und andere, da ist die Polizei natürlich gefordert. Aber ich denke, es gibt Fälle, wo man da doch sensibler rangehen könnte. Und das scheint mir noch ein grundsätzliches Problem, übrigens in der ganzen Bundesrepublik zu sein. Sie haben aus anderen Ländern auch und vielleicht sogar, ja, bestimmt sogar noch mehr Fälle. Aber das ist so ein Problem, denke ich mal, wo man grundsätzlich ja noch mit der Polizei zusammenarbeiten könnte, um besser zu werden. Ja. Also das ist ja wirklich eine Riesenherausforderung, die Sie ansprechen, weil die Beamten müssen ja auch erstmal erkennen können, dass jemand psychisch krank ist. Das muss man ja erkennen können. Und dann muss man ja auch gewisse, ja, man muss sicherlich Fähigkeiten haben, mit solchen Menschen umgehen zu können. Ja, so schwer ist das eigentlich nicht, jemand zu erkennen. Also diese Sache. Es gibt ja, also ich muss sagen, man muss unterscheiden. Es gibt einmal Fälle, die spontan auftreten. Da muss dann gehandelt werden, wenn jemand mit Waffen hantiert, jemand aggressiv ist, jemand andere Menschen bedroht. Da ist Eingreifen gefragt. Klassisches Polizeihandeln, Schützen, Gefahrenabwehr. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die planbar sind. Also jemand ist bekanntermaßen psychisch krank und soll in die Psychiatrie gebracht werden. Wir hatten einen solchen Fall Ende 2022, wobei ein Mann gestorben ist. Das hätte man nach unseren Untersuchungen verhindern können. Ja? Also diese planbaren Einsätze, um die geht es mir. War das der Fall in Brandenburg? Nee, das ist im Freien Spandau. In Spandau, okay. Ja? Und da hat man aus unserer Sicht das falsche Personal geschickt. Ja, natürlich ist es wünschenswert, wenn alle Polizisten entsprechend psychologisch geschult werden, mit solchen Menschen umzugehen. Aber gerade in dem Bereich stellen sich auch relativ viele schwierige rechtliche Fragen. Das ist illusorisch.
Aber es gibt ja Leute, die das können in der Polizei, die hat man damals nicht geschickt. Und das wäre so ein Punkt, ja, dass man also bei planbaren Einsätzen, wenn man wirklich mit Vorlauf auf so eine erwartbare Konfliktlage drauf zukommt, dass man dann Leute schickt, die eher deeskalieren. Ja. Und das, denke ich, da kann man durchaus besser werden. Und das ist, weil Sie es ansprechen, eben einer der grundsätzlichen Probleme, die uns aufgefallen sind. Ja. Das ist ja ein weites Feld. Aus RBB-Berichten weiß ich, dass, glaube ich, der Maßregelvollzug da auch einiges besser machen könnte im Umgang mit psychisch Kranken im Justizsystem. Das ist ja ein bekanntes Thema in Berlin. Das ist richtig. Da bin ich aber eigentlich genauso schlau wie Sie. Genau. Fälle haben wir da nicht. Momentan. Wir haben aber Fälle, wo sich Gefangene beschweren. Ja, als Bürgerbeauftragter bin ich natürlich auch für Gefangene zuständig. Diesen Fällen gehen wir auch nach. Ich muss aber sagen, dass es meistens nicht einfache Menschen sind, sage ich mal. Nicht, weil sie jetzt im Gefängnis sitzen, aber die haben auch viel Zeit, um sich über etwas zu beschweren, was vielleicht nicht so substantiert ist. Aber wir beurteilen die Sachen erst dann, wenn wir sie geprüft haben. Wir haben, muss ich auch sagen, einen bestimmten Anteil von 10-15% von Menschen, die psychische Probleme haben und wo man sagen würde, die sind einfach verrückt. Nicht medizinisch. Kann ich ja gar nicht beurteilen, aber ich sage mal, es sind Leute, die wirklich Anliegen haben, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Ein großer Anteil. Und mit denen gehen wir natürlich auch um. Und da konzentriert sich unsere Tätigkeit oftmals auf eine Beratung. Das klappt da nicht ganz gut. Und ich bin mir auch nicht zu fein, eine Stunde zuzuhören, wenn es möglich ist. Und da haben wir auch durchaus Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wirklich aufgelöst mit Vorwürfen, die aber sehr wirr waren, kamen und einfach sich mal aussprechen wollten. Man kann sagen, ja, dafür ist die Stelle vielleicht nicht geschaffen. Aber wir weisen halt keinen ab, der zu uns kommt und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeit zu helfen. Nur ich muss natürlich sagen, Psychologen sind wir nicht. Also das ist dann schon so ein bisschen Küchenpsychologie. Aber Menschen zuzuhören, der ein Problem hat, hilft in vielen Fällen. Das hat mich selber überrascht. Ich finde, das zeichnet auch die Polizisten aus, die ja auch manchmal ein Ohr haben oder immer, wenn es ihnen möglich ist, ein offenes Ohr haben und auch mal der Kummerkasten sind, ne? Oder der Streetworker. Die Arbeit von Polizei auf der Straße ist, glaube ich, mit das Vielfältigste, was Sie sich vorstellen können. Sie müssen in bestimmten Situationen augenblicklich reagieren, müssen rechtskundig sein, müssen auf alles sofort eine Antwort haben und müssen sich entscheiden. Es gibt ihnen keiner Zeit, um jetzt erstmal sich an den Schreibtisch zu setzen und ein Rechtswörterbuch zu wälzen. Ja? Also es ist unheimlich fordernd und gleichzeitig erwarten die Bürger auch völlig zu Recht, dass man höflich ist, auch in schwierigen Situationen, dass man deeskaliert. Also der Beruf des Polizisten ist, glaube ich, wahnsinnig vielfältig, aber sehr, sehr herausfordernd. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man sowas beurteilt. Da geht es nicht darum zu gucken, wie ist es am Ende ausgegangen, am Ende möglicherweise einer Eskalation, sondern wie hat sich es entwickelt. Ja? Und dass Polizisten auch nur Menschen sind, kann ich Ihnen, das ist ja ein Allgemeinplatz. Das ist ein Allgemeinplatz. Ja? Also Sie können nur tätig werden, wenn sich jemand beschwert, Sie können nicht von sich aus Dinge prüfen. Doch, kann ich auch. Habe ich auch schon gemacht. Ja? Ich bin meistens aber darauf wir haben natürlich Sachen von Zeugen, schickt uns jemand ein Video zu oder sagt, ich habe das und das gesehen. Das sind aber, muss man leider sagen, von der Frage oder von der Auflegungsmöglichkeit ist es viel besser, wenn sich die Betroffenen natürlich selber melden. Aber wenn ich ein Video sehe, das kommt mir, sage ich mal, ein Polizeieinsatz nicht lege artis vor, dann mache ich da einen Fall draus. Ich bin nicht gezwungen darauf, dass sich jemand, der persönlich betroffen ist, aber ich habe es lieber, weil dadurch habe ich zumindest eine Version aus erster Hand. Ne? Und das erleichtert die Aufklärung. Dürfen Sie Akteneinsicht nehmen? Grundsätzlich ja, aber nicht bei der Staatsanwaltschaft und nicht, wenn ein Strafverfahren läuft. Das ist ein Wunderpunkt
wo ich schon länger kämpfe, aber noch nicht gewonnen habe. Wie könnten Sie sich das vorstellen, also jetzt nur als ein konkreter Fall, weil der jetzt ja in den letzten Wochen so hohe Wellen geschlagen hat, sich das mit dem Maßregelvollzug mal anzuschauen? Ich denke, aber das ist, wie gesagt, eine oberflächliche Betrachtung. Das Ganze ist ein Problem von Räumlichkeit und von Personal. Also, genau, da ist kein böser Wille dahinter, das weiß ich schon. Ne? Aber ja. Ich glaube, es wäre für die Betroffenen gut, wenn die Situation sich verbessern würde. Kann ich machen, bin ich noch nicht schlüssig, weil, wissen Sie, wir haben ja auch, also ich kenne meine Grenzen. Also, und Sie wissen, dass, wenn Sie zum Beispiel Termin im Bürgeramt, weiß jeder in Berlin, das ist schwierig. Kann ich nicht ändern. Ja? Natürlich geben wir solchen Fällen nach, wenn sich jemand beschwert und sagt, ich kriege keinen Termin und ich brauche ein wichtiges Papier oder ich brauche bestimmte soziale Leistungen, geben wir alles nach. Aber wir können das grundsätzliche Problem natürlich nicht dadurch ändern, dass es eine neutrale Beschwerdestelle gibt. Ja, wir können, das machen wir ja auch, dann darauf hinweisen, aber letztlich bestimmte Probleme im Land Berlin, die kennt ja sowieso jeder. Also, ne? Und ändern kann ich das nicht. Und beim Maßregelvollzug, glaube ich, liegt es daran, dass zumindest so wenig Personal für die da ist. Ja, da könnte ich. Also man muss ein bisschen wissen, wie man oder einschätzen, worauf man seine Arbeitskraft beschränkt. Ich arbeite lieber an Sachen, die ich auch dann zusammen mit den betroffenen Behörden auch ändern kann. Ja, und ich kann nicht dafür sorgen, dass jeder Berliner innerhalb von 5 Tagen einen Termin im Bürgeramt kriegt. Würde ich gerne, aber ich weiß, das ist ein unmögliches Unterfangen, ja, also so viel. Aber ich finde es gut, dass Sie zumindest das auf dem Schirm haben, der Umgang mit psychisch Erkrankten und wie man da vielleicht auf Behördenebene noch etwas verbessern kann. Das finde ich grundsätzlich gut. Ja, Sie hatten ja nach einem Fall gefragt, wo es um, sag ich mal, eher grundsätzliche Probleme geht. Ne? Also welches Personal wird zu planbaren Einsätzen geschickt? Ich denke, das kann man grundsätzlich besser machen und es gibt noch weitere Fälle, wo wir dann vielleicht mal mit der Polizei an grundsätzliche Themen drangehen. Führt hier vielleicht aber zu weit. Das, ne? Das führt zu weit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die ausführliche Auskunft. Ich finde es gut, dass Sie sich auch vor Ort so ein Bild machen. Ja, ich denke, das gehört zu meiner Aufgabe dazu. Dankeschön.